Hallo, heute noch der ausstehende Pinselhaul. Ich hatte kurz vor Weihnachten auf der Webseite CD Japan bestellt. Da war zum einen die Lieferung versandkostenfrei, außerdem gab es gerade auf die Marke Koyudo 20% Rabatt. Ich habe mich da ein bisschen durchgewühlt, habe eine Webseite gefunden, wo eine passionierte Pinselliebhaberin doch sehr ausführlich diverse Pinsel, die ich dann bestellt habe, auch beschrieben hat. Das war sehr hilfreich, verlinke ich euch dann alles. Ansonsten habe ich halt geguckt, mal so ein bisschen gegoogelt nach den einzelnen Marken, welche Pinsel da besonders favorisiert wurden und habe jetzt so eine Mischung aus Lidschattenpinsel, Blushpinsel, Puderpinsel, Foundationpinsel bestellt. Und ja, zeige euch die kleinen Schätzchen. Die Bestellabwicklung auf der Webseite selber war eigentlich, fand ich, relativ einfach. Ihr könnt per Kreditkarte zahlen oder auch via PayPal. Sie bieten verschiedene Versandmodelle an. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich bestellt habe, war es versandkostenfrei. Ich hatte dann über FedEx den Versand ausgewählt, weil die relativ schnell zustellen, oder nicht relativ, sondern die stellen schnell zu, also innerhalb von 2 bis 3 Tagen ab Versanddatum. Wenn die Pinsel vorrätig sind, dann hat CD Japan selber die Bestellung auch sehr schnell abgewickelt. Ihr müsst einfach gucken, es steht immer drinne, lieferbar 1 bis 2 Werktage. Manche Pinsel sind auch erst in 1 bis 3 Wochen lieferbar. Also solltet ihr dann vielleicht bei der Bestellung gucken, dass ihr euch die so zusammenstellt, dass möglichst alle Kandidaten, also wenn ihr es dann eilig habt, dass möglichst alle Kandidaten auf einmal lieferbar sind. Wie gesagt, da der Versand kostenfrei war zu dem Zeitpunkt, habe ich mehrere Bestellungen aufgegeben. Denn was bei denen auch ganz cool ist, die haben so ein Loyalty-Programm. Mit jeder Bestellung sammelt ihr Punkte, die ihr dann gleich für die nächste Bestellung einlösen könnt. Also wenn die erste Bestellung, für die ihr gesammelt habt, sozusagen dann verschickt wurde, dann werden eurem Konto so eine Reward-Punkte gut geschrieben, die ihr dann, wie gesagt, für die anderen Bestellungen mit einlösen könnt. Und ja, das sind 3% immer jeweils vom Gesamtumsatz. Also das kann sich dann schon mal läppern, je nachdem, wie viel ihr natürlich bestellt. Wie gesagt, dadurch, dass der Versand kostenfrei war, habe ich dann auch tatsächlich so gemacht, dass ich die Bestellung so gesplittet habe, dass ich jeweils über den, also nicht über den Zollwert kam. Bis 150 Euro ist ja zollfrei. Ihr zahlt auf jeden Fall die Umsatzsteuer von 19%. Und wie gesagt, wenn ihr über 150 kommen würdet, dann müsstet ihr halt zusätzlich zu den 19% eben noch Zoll bezahlen, der, glaube ich, bei Make-up-Pinseln irgendwie um die 4% liegt. Deswegen bin ich, wie gesagt, immer unter der Grenze geblieben. Und ja, habe dann, wie gesagt, mir ein paar verschiedene Kandidaten bestellt. Und ich zeige euch einfach mal, welche dann bei mir ins Körbchen gewandert sind. Fangen wir mal an mit den Lidschattenpinseln. Da habe ich 5 Stück. Und zwar 2 von Chikuhodo aus der T-Serie. Einmal einen Ponti. Wie heißen die Dinger? So ein kleines Ponti-Teilchen. Und zwar ist das die Nummer T8. Ihr seht auch, die sind relativ klein, haben einen kurzen Stiel, was ich aber gar nicht verkehrt finde, weil ich ja auch so eine kleine Blindschleiche bin und immer relativ dicht am Spiegel rumhantiere. Und da plönkt man natürlich sonst gerne mit den längeren Modellen immer mal gegen. Von daher der schon mal sehr schön. Dann habe ich noch den T7. Der ist irgendwie so eine Mischung aus dem 239 und dem 217er von MAC, finde ich. Also von der Größe her könnte er so ein 239er sein fast. Aber so aufgeplustert hat er auch ein bisschen was vom 217er. Ich habe die übrigens alle auch noch nicht benutzt. Die sind gerade erst aus der Wäsche gekommen, weil ich warten wollte. Pencil Brush, da ist es wieder. Weil ich warten wollte und die euch dann gesammelt zeigen. Denn so schön sauber werdet ihr die vermutlich bei mir nicht mehr sehen. Dann habe ich von Chikuhodo den GSN09. Das ist einer von den normalen langen Kandidaten. Der wurde von Temptalia empfohlen. Sie hat ja auch ein paar Reviews zu zu diversen Pinselmarken. Unter anderem, wie gesagt, auch Chikuhodo. Und da hatte sie den auch so ein bisschen mit dem 239er verglichen, aber gesagt, dass sie halt mit dem irgendwie am meisten anfangen kann. Es gibt auch noch den
Ich glaube, das ist die GSN 07. Die müsste aber wesentlich größer sein. Da bin ich noch am Überlegen. Der soll halt nicht ganz so weich sein. Ach so, ja, was denen irgendwie gemein ist, diesen Teilchen hier, dass die wirklich extrem flauschig sind. Also das ist ja fast wie ein Haustier, ne? Da möchte man ja die ganze Zeit das Ding begrabbeln. Das ist wie gesagt der GSN 09 von Chikorodo. Und dann habe ich mir zwei von Kuludo bestellt. Eine Marke, von der ich vorher auch noch nichts gehört hatte. Aber wenn man mal so in einschlägigen Pinselforen guckt, sind die halt auch doch sehr beliebt und werden auch über den grünen Klee gelobt. Sind eben nicht so bekannt wie Chikorodo oder Hakuhodo, machen aber oder bringen trotzdem, was heißt trotzdem, aber bringen eben sehr gute Pinsel raus. Und da habe ich mir zwei bestellt. Das Einzige, was ich bei denen ein bisschen doof finde, ist, dass sie nur den Markennamen draufstehen haben, aber bei denen steht halt leider nicht drauf, welches Modell es ist. Ich habe mir deswegen jetzt, um die beiden mal auseinanderzuhalten, obwohl der eine ist dann doch schon etwas größer, mal den kleinen Aufkleber, der auf der Verpackung drauf war, mit raufgeklebt, damit ich die auseinanderhalten kann. Also das hier, das Modell hier, das etwas größere, ist die BP033. Und falls ich bei den anderen die nachher nicht aus dem Kopf weiß, dann blende ich es euch jeweils immer ein. Wie gesagt, das bei den Kyudo-Modellen steht leider nicht drauf, was für ein Modell das ist, sondern da stand es nur auf der Umverpackung. Und das hier ist die BP035. Die ist etwas kleiner. Was ich bei denen immer ganz interessant finde, ist diese Form. Die sind oder erinnern mich sehr an den Van Gogh Pinsel, den ich habe, der halt so spitz hier zuläuft, wo ich erst dachte so, aber klar macht Sinn, weil ich meine, euer Augenwinkel, ne, der läuft ja auch mehr oder weniger spitz zu, beziehungsweise wird hier vorne schmaler. Deswegen ist es natürlich ganz schön, wenn man hier so eine feine Spitze hat, dann malt ihr euch nämlich nicht ständig noch den inneren Augenwinkel voll, sondern könnt halt wirklich sehr genau die Farbe platzieren. Die sind auch extrem soft, diese Pinsel. Was natürlich auf der Haut total angenehm ist. Das Einzige, was man dabei bedenken muss, ist, die nehmen Farbe nicht so gut auf. Also wenn ihr dann sowieso schon nicht besonders gut pigmentierten Lidschatten habt, dann wird das damit nichts werden. Also da müsst ihr dann schichten, bis der Arzt kommt. Das sind halt dann Pinsel, die man für Produkte nimmt, die per se schon sehr gut pigmentiert sind, wo man dann vielleicht gerade nicht diesen Bäm haben will. Auch Sachen, über die ich mir vorher ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Kopf gemacht habe. Da muss man sich dann wirklich schon mal ein bisschen mit beschäftigen und auch belesen. Also klar, im Nachhinein erscheint das ja dann logisch. Aber erstmal ist ja natürlich die Reaktion, oh, mega Flausch gleich mega toll. Ist es. Also es fühlt sich auch mega toll an. Man muss halt nur wissen, was man mit dem Pinsel machen will. Ob das dann auch in der Anwendung mega toll ist. So, und dann kommen wir schon zu den Gesichtspinseln, also den größeren Varianten. Und zwar habe ich mir aus der Fupa-Reihe von Kojudo drei Pinsel bestellt. Das sind alles so eine kleinen Knubbelis. Nummer 1 ist ein Foundation Brush. Erinnert mich so ein bisschen an den von den Expert Face Brush von Real Techniques, nur dass das Ding hier größer ist. Der kam übrigens in seiner eigenen kleinen Verpackung, nämlich in dieser. So sah das dann aus. In dieser kleinen Pappschachtel. Die Augenpinsel kamen alle in, wie gesagt, einzelnen Plastikverpackungen. Die Standardverpackung von CD Japan sieht irgendwie so aus. Also meine Augenpinsel waren, wie gesagt, alle einzeln verpackt in diesen kleinen Plastikhüllen und kamen dann in so einem hübschen Karton, wenn sie eben nicht ihre eigene Verpackung mitgebracht haben. Hier Modell Nummer 2 aus der pinken Reihe von Kojudo. Auch mit so einem ganz strange Shape irgendwie. Ist auch ein Foundation-Pinsel. Ich liebe ja den F84 von Sigma, diesen angeschrägten, und deswegen hat mich diese Form einfach angesprochen. Weil ich mit sowas sehr gerne arbeite. Der kam in einer hübschen pinken Schachtel, gebettet auf
pinken Raspelpapier. Also schon hübsch gemacht. Das war, wie gesagt, der pinke, auch für Foundation. Und dann habe ich mir noch einen Puderpinsel bestellt. Der Stiel ist übrigens so ein bisschen, also er sieht weiß aus, aber hat dann so einen irisierenden Effekt im Licht. Ja, das, wie gesagt, ein Puderpinsel. Wobei man die wahrscheinlich auch für Blush etc. benutzen kann. Oh, und mega flauschig, ne? Ganz toll. Der ist noch flauschiger als mein Goss Brush. Sehr hübsch. Wie gesagt, auch die alle eben nur mit so einem kurzen Stielchen, was mich persönlich aber nicht stört. Weil ich Pinsel sowieso irgendwie als Grobmotoriker hier vorne anfasse. Von daher stört es mich nicht. Also da brauche ich dann hinten nicht noch 10 cm Stiel. Ja, das ist der Flauschi. Jo, dann haben wir noch zwei Chicorodos. Und zwar einmal aus der pinken Serie den großen Puderpinsel. Den hatte ich bei Magimania im Video gesehen und dachte mir, der sieht doch sehr interessant aus. Den einen Foundation-Pinsel übrigens auch. Also die beiden gehen dann sozusagen auf ihr Konto. Das ist halt so ein großer, der ist fluffiger. Lässt sich für diejenigen unter euch, die Bronzer benutzen, sicherlich auch dafür wunderbar benutzen. Auch um so Puderreste wegzufeudeln. Weil ich meinen Puder ja immer so benutze, also deswegen finde ich den, der hat einen ziemlich, also einen wesentlich größeren Widerstand, flufft auch nicht so doll auf, ist auch viel haariger, wie ihr seht. Ich stippel die halt gerne in den Puder und presse den dann so auf. Also ich benutze relativ selten losen Puder, den könnte man ja swirly, sondern wie gesagt eher so gepressten Puder, dann stipp und dann auch wirklich so stipp im Gesicht, damit ich die Foundation nicht so hin und her rühre. Und dann würde ich den eher dafür nehmen. Zum einen kann man damit sicherlich auch wunderbar noch verblenden. Ich überlege gerade so blushmäßig. Und dann, wie gesagt, wenn ihr mal zu viel Puder erwischt habt, um den dann aus dem Gesicht zu feudeln. Wo wir beim Thema Blush sind, habe ich dann noch zwei bestellt. Und einmal aus der Chicorodo T-Reihe, die T4. Scheint auch ein sehr beliebter Rouge-Pinsel zu sein. Wenn man sich mal so in diversen Foren umhört. Die sind, übrigens diese weißen Teilchen sind alle aus einer, ich will den Namen nicht falsch sagen, ich blende es euch ein, jedenfalls einer Ziegenhaarart oder der feinsten Ziegenhaarart, die es irgendwie gibt. Saiku, ich schreibe es euch rein, jedenfalls einer speziellen Ziegenhaarart, so rum, die eben besonders flauschig sein soll. Und der ist auch schön flauschig, also nicht so flauschig wie der andere Pinsel. Aber wie gesagt, da muss man halt auch einfach überlegen und Kompromisse machen. Wollt ihr die Pigmentierung haben oder soll es mega flauschig sein? Weil beides funktioniert meistens nicht. So, und das richtige Schätzchen, das ist dieser. Der ist nämlich mega flausch. Und den gab es in zwei Varianten. Einmal mit einem roten Stiel und einmal mit diesem schwarzen Stiel. Und dann dieser hübschen Bemalung. Das sind schon Kunstwerke. Muss ich sagen. Also der in Rot sah auch hübsch aus, aber ich dachte mir, der in Schwarz. Der kam übrigens auch mit seiner eigenen kleinen Kiste. Und zwar sah die so aus, oder sieht die so aus. Die werde ich mir auch aufheben. Dann hier noch schön eingepackt. Das war auch der teuerste in der Runde. Ja, aber wie gesagt, eine richtige Augenweide. Ja, das war's dann auch schon.
Ich werde jetzt, nachdem sie alle gewaschen sind und nachdem ihr sie alle gesehen habt und ich sie jetzt endlich einsauen kann, dann die nächsten Tage auch benutzen. Wenn ihr Interesse habt, dann einfach mal kurze Meldung geben, ob ich euch dann im Nachgang noch was dazu erzählen soll, zu den einzelnen, welche jetzt irgendwie sich als besonders toll herausgestellt haben oder so, oder welche oder von welchen ich sagen würde, beim nächsten Mal dann doch lieber ein anderes Modell. Und dann wünsche ich euch jetzt einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.